Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Im letzten Part haben wir den Pika Cup angefangen. Das war doch der Pika Cup. Und wir befinden uns jetzt da in der Mitte. Und versuchen doch mal jetzt hier noch was zu reißen. Wir merken schon, es ist ziemlich schwer inzwischen. Aber schauen wir mal, was wir da machen können. Okay, und Pantymos greift direkt zur Psychokinese. Ah, wollte Ball, jawohl. Okay, dann kommt jetzt noch ein Donnerblitz. Ah, so gut war der nicht. 14 KP nur. Aber es ist paralysiert. Könnt ihr auch die Explosion machen. Ich mache lieber den Donnerblitz. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Ah, das war doch schon nicht schlecht. Aber da kommt er durch mit der Psychokinese. Und das war's für Voltoball. Aber hätte ich Explosion eingesetzt, wäre es das ja auch gewesen mit Voltoball. Insofern passt das. So, was ich versuchen werde jetzt, weil ich Angst vor dem Typen habe, Kadabra einzusetzen. Und mit Kadabra werde ich jetzt Doppelteam einsetzen. Oh, er wechselt. Oh, Radikal. Das könnte mir einige Probleme bereiten. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es schlägt daneben. Fakt ist aber, ich muss das Ding angreifen. Wow, und es ist schneller. Aber es schlägt daneben. So, die Psychokinese. Haut rein, senkt seinen Spezialwert. Das heißt, im nächsten Angriff sollte ich ihn erledigen können. Insofern er denn nochmal daneben schlägt, weil ansonsten wird so ein Risiko-Tackle mein Kadabra weghauen. Ja. Das Doofe ist, dass es nicht mal Schaden bekommt dadurch. Das ist jetzt echt schlecht. Denn Lapras ist definitiv auch langsamer. Und wird auch ordentlich Schaden nehmen von einem Risikotackle. Oder das Ding greift zu einem Hyperstrahl. Au. Und er hat noch ein vollgeheiltes Pokémon. Oh fuck. Pokémon wird die Arena betreten. Ring 3 für Entoron. Und zu guter Letzt ein Entoron. Heißt es, ein Pokémon gegen zwei. Gegen das ich überhaupt nichts habe. Es gräbt sich in den Boden. Und es gräbt sich auch noch ein. Ach, verdammt mich noch eins. Okay, ich muss mein Team anscheinend ein bisschen überarbeiten. Zumindest so wird das nicht. Schauen wir mal. Continuous habe ich auch keine mehr. Ich muss mir meine Teams nochmal angucken. So, schau mal. Das könnte Bisaknosp. Nicht allzu viel und es ist langsam. Du bist auch ziemlich langsam. Du bist etwas schneller, aber kannst auch nicht wirklich so sinnvolle Attacken. 30 Initiative, 31 ist auch nicht schnell.
auch 30. 39, 36 Angriff. Ja, viel geholfen hast du nicht wirklich. 38 und 33. Hättest aber immerhin den Hyperzahn und Nice-Strahl. Ich glaube, das wäre so an sich ein bisschen besser. So, Raichu möchte ich mitnehmen. Die Initiative 39. Sandan wäre an sich nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme da eh wieder Nidoking mit. Geofissur. Ja, Nidoking. Ah, wie sieht es mit Volnona aus? 39, 39. Eigentlich an sich nicht schlecht. Ist sogar ein Fakt ziemlich gut. Aber die Angriffe sind halt scheiße. Ja, ihr seid alle ewig langsam. 37 Init mit Erdbeben. An sich auch nicht schlecht. 37 Init. 36. Aber alle keine guten Attacken. 34, 37, 30. Kadabra 40. Das Kadabra kommt auf jeden Fall auch wieder mit. Wow, du hast eine 39er Initiative. The fuck. Ich würde mich nicht mal unbedingt beschweren, das ist ziemlich gut. Erdbeben Steinhagel. Wenn du halt nicht so schlechte Werte hättest, wenn man da die Entwicklungen hätte. Konfusstrahl, Nachtnebel, Nacht-Megasauger. Hilft mir halt nicht viel gegen die Gegner, die wir eben hatten. Konfusstrahl, Donnerblitz, Nachtnebel. Megasauger oder Donnerblitz im Endeffekt. Ah, du hast halt einen recht guten Wert. Onix mit 57 Verteidigung. Ich glaube, ich nehme Onix mal mit. Kokowai mit 46 Spezial. Ich brauche da irgendwas gegen dieses Kokowai. Auch Chanera ist dagegen sehr schlecht. Was hatte ich denn da an Käfern? Du konntest keine Käferattacke, du auch nicht. Und ihr wahrscheinlich auch keine gescheiten, ne. Ich habe also auch keine gescheite Käferattacke. Du könntest halt auch eine Donnerwelle, aber ist eh langsam. Ruckzuckhieb, Schwertanz. Das hat einen sehr hohen Angriffswert. Überstrahl ist nicht schlecht. So, und dann noch Onix. Dann bräuchte ich aber wahrscheinlich Nidoking nicht. Kommt Onix mit. Dann kommt Starmie mit. Dann kommt Sichlor mit. Und wen hatte ich noch? Kadabra oder Tentoxa. Ah, kommt schon. Kadabra kommt mit, Tentoxa kommt mit. Raichu kommt mit. Onix kommt mit.
Der Hyperstrahl ist zwar nicht schlecht, aber 42 Angriff. Ah, nur 25 Spätz. Stami oder Lapras. Gegen Drachen hätte ich gar nichts drin. Dafür was gegen Flug. Okay, probieren wir es damit. Auf ein neues. Und ich glaube fast, ich werde es teilweise sogar so machen. Herzlich willkommen zum Pika-Kampf. Ich könnte ja cutten bis zu dem Kampf, aber ich will erstmal sehen, wie das Teamwork funktioniert. Schauen wir mal. So, er beginnt direkt mit seinem Sichlor. Was ich jetzt schon wieder ein bisschen doof finde. Und das Vieh wird schneller sein als ich. Aber es greift direkt zu einem Schwerttanz. Was nicht unbedingt praktisch für mich ist, aber es hat eine sehr schlechte Spezialverteidigung und an sich Spezialwert. Deswegen könnte das ganz schön wehtun. Leider nicht ganz so viel, wie ich gehofft hatte. Aber er greift nochmal zum Schwertanz. Ja, das ist natürlich sehr praktisch für mich. Weil die Psychokinese wird ihn dann einfach töten. Ja, ein Treffer. Und das war's. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Okay. Dieser Knosp sollte keine Chance haben gegen die Psychokinese. So sieht es aus. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Unglaublich, mit einem Schlag. Ja, das sieht doch gut aus. Da kann ich mir vielleicht gerade sogar einen Continue gleich schnappen. Und zu guter Letzt kommt ein Rettan und auch das wird der Psychokinese zum Opfer fallen. Sehr gut. Gut. Den ersten Kampf, dank eines dummen Sichlors, perfekt abgeschlossen. Und unser erstes Continue geholt. So, machen wir gleich weiter. Das war das Team, wo Stami sehr praktisch war. Aber Tangela sehr gefährlich ist. Oh, Verteidigung. Ich nehme auf jeden Fall Stami und Tentoxa mit. Und ich glaube, Raichu ist auch nicht schlecht. Ich beginne auch mit Raichu, nehme Tentoxa und Stami dann mit. Schauen wir mal. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Falls nämlich direkt Tangela kommt, hätte ich die Donnerwelle einsetzen können. Mit Shillock allerdings kann ich natürlich direkt auf den Donner greifen. Jawohl, ja. So, dann hoffen wir mal auf das... dass er Dragosso nicht mitgenommen hat. Und scheinbar hat das nicht. Das heißt, gegen Pinsir könnte ich jetzt einen Donner machen. Würde er sich mega entwickeln, so rein hypothetisch, wäre das jetzt sehr effektiv und würde ihn wahrscheinlich ausnocken.
Aber das macht er natürlich nicht. So sieht es aus. Aus wohl recht offensichtlichen Gründen. Ein Kräftemessen der Superlative. So. Zweimal hintereinander hat er Donner getroffen. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und demnach trifft der Dritte natürlich nicht. Aber das ist okay. Und das war's. Gute Arbeit, Raichu. Den Rest kann jetzt Stami übernehmen. Und ich hoffe einfach mal, dass ein Step-Lupstrahl da jetzt ausreicht. Und das tut er. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Trinkfrei für Tauboga. Okay. Letztes Pokémon, Tauboga. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Ich habe noch Tentoxa hinten dran, was aber gegen Tauboga jetzt nicht so hilfreich ist. Aber der Donner trifft direkt und erledigt auch das Tauboga. Alles klar. Das war's. Der Kampf ist vorbei. So. Bisher sieht das ganz okay aus mit dem Team. Nur sind wir auch noch nicht bei den späteren Gegnern. So, da haben wir wieder das ganze elektrofreudiges Gegnerzeugs. Ja, Tentoxa macht da gegen dieses Team recht gut Sinn. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Beginnen mit Raichu. Und der Gegner mit Kingla. Gegen Kingler würde ein Donnerblitz ausreichen, den wir leider nicht zur Verfügung haben. Aber auch der Donner wird es natürlich töten, solange er trifft. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. In den ersten Runde auf die Bretter. Alles klar. Welch furioser Soweit, so gut. Okay, da kommt Knuddeluff. Der Pokémon-Typ den Kampf beeinflusst. Soll ich es versuchen, erstmal zu paralysieren oder soll ich einfach angreifen? Ich greife einfach an. Dann hat er auch die Chance zu paralysieren, was wir bisher noch nicht wirklich gesehen haben. Und auch diesmal leider wieder nicht. Dafür hat es 40 KP abgezogen. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Was bedeutet. Solange ich nochmal mit dem Donner treffe, wäre es das auch direkt für Knuddeluff. Wie kommt denn das? Und dieses Mal trifft der Donner auch wieder. Und das war's. Momentan ganz gut mit dem Donner. 6-mal eingesetzt, 5-mal getroffen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das lobe ich mir. Zu guter Letzt ein Lamus. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1. Und auch das bekommt hoffentlich den Donner direkt zu spüren. Sehr einseitig. Ein harter Treffer. Und das könnte jetzt unser zweites Continue bedeuten. Oder auch nicht. Wow, Erdbeben, echt? Erdbeben. Beinhack. Schade. Oh, ist das das Ende? Das Lamus natürlich Erdbeben kann, das ist merkwürdig, aber. Es hätte mich wahrscheinlich auch so killen können. Und ich greife zu Stami. Und ich hau einfach die Psy-Welle, glaube ich, raus. Ich glaube, die sollte genug Schaden machen.
Energiewelle ein. Es ist ein leichter Treffer. Hat das gerade 1 KP abgezogen? Was geht ab? Ein guter Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Das probiere ich gleich nochmal. So sieht es aus. Ja, das war schon mal ein bisschen besser zumindest. Was passiert jetzt? Aber schade. Ah, okay, wenn er natürlich einen Volltreffer macht. Beide Pokémon sind erschöpft. Hätte ich gewusst, dass er Erdbeben an sich einsetzt, hätte ich vielleicht direkt wechseln können zu Starmie, wenn ich gewusst hätte, dass er natürlich so wenig abzieht auch noch. Ja, ein Treffer. Hätte mir vielleicht dann das Continuum mit einem Donner verdienen können, aber... Nun gut. So, das war jetzt der dritte Kampf. Ich werde etwas überziehen. Damit wir im nächsten Part dort weitermachen können, wo wir in diesem Part angefangen haben. Beim fünften Kampf. Ich würde nämlich gerne dann auch mal weiterkommen. So, er hat auch ein Onix, ein Tentoxa, ein Dictry, ein Nidoking. Also alles Mögliche, was schlecht gegen Starmie ist. Auch nicht unbedingt gut gegen Tentoxa und auch nicht gut gegen Kadabra. Die Spannung im Publikum wächst. Die vierte Runde beginnt. So, schauen wir mal. Es beginnt mit Starmie gegen Dictry. Dictry, ein gefährlicher Gegner, ist sehr schnell. Hält aber wenig aus, aber das Erdbeben tut weh. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Luftstrahl. Ein wirklich kurioser Blitz. Aber mit einem Volltreffer reicht es auch auf jeden Fall. Ohne Volltreffer könnte das sehr problematisch sein. Welch kurioser Blitzschlag. Aber okay. So, er spielt sein Tentoxa. Dann greife ich einfach mal mit dem Donner an. Na. Und da kommt ein Surfer. Aber Starmie übersteht ihn. Und ich kann nochmal zu einem Donner greifen. Diesmal trifft er und es ist sogar ein Volltreffer. Und er reicht mit einem KP nicht. Das ist natürlich schade. Ein KP. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Da hätte ich dann nämlich doch noch sehen können, was er hat. Und vielleicht sogar mit Starmie nochmal Schaden machen können. Und dann vielleicht auch zurückziehen. Aber ich wollte halt nicht gegen dieses Tentoxa jetzt hier zurückziehen. Du bist schneller. Nicht nett. Na, dann wäre das nämlich auch schon gar nicht passiert. Dann hätte ich den Schaden nicht nehmen müssen. Und hätte vielleicht zumindest wieder eine Chance auf ein Continue gehabt. Aber wirklich auf Continue kann man hier nicht spielen. Einfach weil die Gegner echt zu stark dafür sind. So, da haben wir Nidoking. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Doch, dieses ist langsamer als ein Kadabra normalerweise, aber das ist Level 17 und dadurch schneller. Und haut mein Kadabra weg. So, und ich habe das Problem, mein Tentoxa kann nicht mal eine Wasserattacke. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Sondern stattdessen nur Superschallwickel und Megasauger.
Und er kann sogar einen Donnerblitz. Donnerblitz. Boom. Eine volle Breitseite. Aber der macht nicht genug Schaden. Das ist Superschall. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Der brandheiße Kampf reicht die Zuschauer. Das natürlich ist ziemlich doof. Wie kommt denn das? Und dann bin ich auch noch paralysiert. Ach Gott. Es ist vollständig paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Dieses Nidoking. Da ist das Ding doch tatsächlich schneller als Kadabra. Wieder gegen diesen Dieb. Ich glaube, gegen den habe ich auch in der vorherigen Runde schon mal verloren. Mein Continue aufgebraucht. Ach, Mann. Stamia 43, Kadabra nur 40. So, beginnen wir mal mit Kadabra diesmal. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Und schauen da mal. Okay, direkt gegen Onyx. Onyx allerdings mit schlechtem Spezialwert. Und es wird auch direkt zurückgerufen. Was praktisch ist, weil dadurch kriegt der Gegner jetzt direkt eine Psychokinese an den Kopf. Und auch dem Vulnona sollte es ziemlich wehtun. Die erste Attacke. Ein guter Treffer. Allerdings auch nicht allzu viel, wie man sieht. Und ich habe dieses Mal Onyx mitgenommen. Das sollte doch gegen Vulnona eine ziemlich gute Chance haben. Und der Body Slam wird da nicht viel Schaden machen. Aber leider paralysiert er mich. Ich greife einfach direkt zum Erdbeben jetzt. Da kommt der Feuersturm. Aber auch der nicht sehr effektiv. Aber er reicht. Wow. Ich weiß, dass Onyx einen schlechten Spezialwert hat, aber so schlecht? Zumal das war nicht sehr effektiv. Und dann hat es einfach so wenig KP. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elemente. Onyx, von dir habe ich mir echt mehr erwartet, ey. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Okay, dann machen wir nochmal einen Blubstrahl. Senken die Initiative, das ist gut, dadurch kann ich das Ding jetzt wenigstens weghauen. Tschüss, Vulnona. Wie kommt denn das? Perfekt, das Rennen. Oh, ist das das Ende? Das hat mich mehr genervt, als ich dachte. Ich dachte wohl, Nuna wäre eher ein einfacher Gegner noch gewesen, aber... Man hat es ja gesehen. So, Tentoxa. Frisst den Donner. Oder auch nicht. Was passiert jetzt? Ihr Treffer hat kaum Schaden verursacht. So, ich habe ungefähr dieselbe KP-Anzahl wie vorhin wieder. Ich fände das voll toll, wenn du jetzt auch mal paralysiert wärst. Bist du aber natürlich nicht. Stattdessen tötest du auch meinen Stami wieder. Und bist leider schneller als mein Kadabra. Obwohl mein Tentoxa langsamer ist als mein Kadabra. Die Reservebank ist leer. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Nee, jetzt bin ich schneller. Merkwürdig.
Naja. Genau auf die Schwachstelle. Da ist jetzt Onix gegen Kadabra. Mein Onix hat einen sehr nicht sehr effektiven Feuersturm. Nichts entgegenzusetzen gehabt. Punkt. Das Onix ist ein bisschen stärker vom Level her. Allerdings habe ich eine normale effektive Psychokinese, die noch einen Step bekommt. Aber er überlebt es natürlich. Diese Eingrab-Animation sieht ziemlich merkwürdig aus. Schaffe ich es noch, mit einem Doppelteam dem Schaufler auszuweichen? Es steigert meine Ausweichkraft. Schaufler! Nein! Und er wird wahrscheinlich nicht reichen. Wow! Sehr schön. Beide Pokémon sind erschöpft. Dann noch einmal die Psychokinese und das war's dann für das Onix. Ein harter Treffer! Ja, ein Treffer! Und das war's! So, damit haben wir ungefähr die gleiche Ausgangslage wie im letzten. Wie am Anfang dieses Parts. Stehen im fünften Kampf ohne Continue da. Und müssen sehen, dass wir da irgendwie vorbeikommen. Na da. Also, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir es dann wieder mit dem Wanderer aufnehmen. Bis dann.